Hey, alter Freund, wenn du nur halb der Reporter bist wie damals an der Uni, hüpfst du an Bord des nächsten Flugzeugs nach Istanbul. Ich hab ne Story, für die du endlich den Pulitzer-Preis bekommst, den du dir so wünschst. Überleg nicht weiter, sondern komm rüber. Alo. Evet, bakalım. Emre Bahis mi? Nerede? Tamam. Hemen geliyoruz. Hadi millet, gidiyoruz. Aç kapıyı dedim. İnanamıyorum. Nasıl kaçırdım elimden onu? Nasıl? Okay, rein. Kommissar Akalin, Polizei von Istanbul. Sie suchen Emre Bahis? Wir sind wohl beide zu spät. Kommen Sie. Ich zweifle weder Ihren Presseausweis noch Ihr Visum an. Ihr Pass ist auch in Ordnung. Ich muss sagen, Sie machen sich selbst für einen Journalisten ziemlich schnell unbeliebt. 4 gelöschte Visa in einem Jahr. Hä? Wie kommt das? Stehen Sie gerne auf der falschen Seite? Glauben Sie mir, dieser Emre, Ihr alter Studienfreund, ist nicht der Mann, den Sie mir beschrieben haben. Er wird von der Polizei dringend zum Verhör gesucht. Aber bitte, wir Türken sind nichts, wenn nicht gastfreundlich zu Fremden. Bleiben Sie hier. Sie werden meine Leute auf der Straße nicht mal bemerken. Vielleicht kommt Ihr alter Freund, Ihr alter Studienfreund Emre auf der Suche nach Ihnen wieder her und findet uns beide vor.
Du bist Hall angekommen? Gut, ich bin's, Emre. Hör einfach zu, die Leitung ist nicht sicher. Ich habe den Beweis, aber ich kann ihn nicht abholen. Sie verfolgen mich. Ich brauche dich, um Clio zu erreichen. Hast du mein Päckchen mit der Postkarte erhalten? Weißt du noch, was ich dir zeigen wollte? Ich hinterlege den Gepäckschein dort. Hol das Päckchen ab und bring es mir her. Benutz das Ticket. Thank you.
Ist Emre etwas passiert? Er wollte sich hier mit mir treffen. Cleo? Nein, er sprach nie von einer Frau namens Cleo. Ich bin Nuray Uchan. Ich helfe Emre bei seinen Recherchen. Also haben Sie ihn auch nicht gesehen? Er kommt zu spät. Er kommt ja immer zu spät. Naja, meistens. Aber heute hat er unseren Termin im Ministerium für Fremdenverkehr verpasst. Der war schwer zu kriegen, denn der Palast ist zurzeit wegen der Restaurationsarbeiten geschlossen. Wenn Sie ihn noch sehen, sagen Sie ihm bitte, dass ich hier war und gewartet habe. Sagen Sie ihm, er soll vorsichtig sein. Einfach ist es nicht. Bis jetzt galt das Diadem des Konstantin als reine Legende. Ich kann nur eine Vermutung anstellen. Und die lautet? Die Byzantiner waren ein abergläubisches Volk. Sie glaubten an die Unantastbarkeit der Kirche. Sie hätten das Symbol der kaiserlichen Macht an einem Ort versteckt, über dem Gott wacht. Aberglaube reicht nicht. Um zu beweisen, dass das Diadem der Türkei gehört, müssen wir erstmal die Stelle finden, an der man es gestohlen hat. Halten Sie es für möglich, dass die Amerikaner es zurückgeben? Ja, aber wenn wir genügend Fakten sichern, werden sie moralisch dazu gezwungen sein. No, 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 not you. No, 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 not you. Bitte treten Sie ein, hier sind alle Gläubigen willkommen. Verzeihen Sie, in der Moschee sind Schuhe nicht erlaubt.
Ah, Emre. Ja, den kennen wir hier. Hier? Sind Sie sicher? Wir können hier gar keine Päckchen aufbewahren. Nein, tut mir leid. Tja, merkwürdiges Bild. Als hätte er sie überrascht. Sie wird fast traurig. Und? Ist sie seine Freundin? Nein, aber das würde er wohl auch nicht. Er ist ein ziemlicher Einzelgänger. Aber hier der Münzen. Er sagt, Emre war kürzlich hier, aber ohne seinen Onkel, und er wirkte ziemlich beunruhigt. Ja, Mehmet. Er hat ein Geschäft im Sinchirilyan im großen Bazar. Finden Sie ihn für mich. Ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Vielleicht sucht er nach Ihnen. Sagen Sie ihm einfach, dass wir es wollen. Denn beim nächsten Mal werde ich nicht so höflich sein. Kommen Sie rein, nur herein. Nicht verkäuflich. Das ist ein Kelim, ein schönes Stück.
Sie haben einen erlesenen Geschmack. Die Antiquitäten sind für meine besonderen Kunden. Schwierig mit dem Zoll, aber es gibt immer Wege. 200 Jahre alt. Eine Berührung und sie zerfällt zu Staub. Wohl kaum Ihr Stil. Das ist Hochzeitsschmuck. Herein, herein. Willkommen. Vielleicht finden Sie etwas nach Ihrem Geschmack. Ich führe viele Artikel. Wollteppiche, Kelims. Aber ich persönlich bevorzuge die sanften Farben seidener Teppiche. Und Sie? Emre? Hat er Ihnen gesagt, Sie bekämen Rabatt? In meinem Laden gebe grundsätzlich nur ich Rabatte. Nehmen Sie sich Zeit. Man sollte Geschäfte nicht überstürzen. Das ist nicht meine Art. Ach, der Studienfreund. Also hat er Sie doch noch zum Besuch überreden können. Das freut mich. Schließlich ist er der Erste aus der Familie, der im Ausland studiert hat. Er kam voller Ideen und Tatendrang zurück. Aber die Zwänge des Alltags besiegen einen doch. Jedenfalls wird er sich freuen, Sie wiederzusehen. Dieser Junge hat nur Unsinn im Kopf. Nichts als Sorgen, aber machen Sie sich keine Gedanken. Bestimmt ist alles in Ordnung. Nein, ich habe ihn seit Tagen nicht gesehen. Wenn Sie ihn treffen, sagen Sie ihm bitte, er soll seinen Onkel Mehmet nicht vergessen. Nun, wenn Sie einen Teppich finden, mache ich Ihnen einen guten Preis für Emres alten Freund.